der Welt ist. Allerdings hat die drei Triebwerke auf jeder Seite, also auf an jeder Tragfläche. Und da habe ich gerade nur zwei gesehen, also na egal. So, ein bisschen klugscheißen war es gerade auch. Aber das reicht auch schon wieder los. Und jetzt weiter voran durch den Tunnel hier. Ich höre, dass das Flugzeug losfährt. Und zumindest die Triebwerke anlässt. So, hoch da die Treppe. Ach so, Ladies first, wie immer. Ja, los, raus hier. Nee, der hat definitiv nur zwei oder? Egal. So, Jungs, Beeilung. Rein da. Guter Sprung, los. Nee, das ist keine 2-2-5. Ach, wie uninteressant das doch ist, Jonas. So. War eine lange Nacht. Warten. Planen. Was gibt's denn bei euch zu planen? Warum ist's in den Dingern vor der Dämmerung immer am dunkelsten? Manchmal muss man nur ein kleines Licht einschalten. Eine große Weisheit. Oder auch irgendein blödes Gelabere. So, Mensch, das war eine Kurzmission. Okay, alles klar. Airborne, jo. Na, hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Flugzeug hier zu tun. Ha, oh, wie witzig du wieder bist, Jonas. So, gut. Jetzt hat unsere Bad Company offenbar die ganze Nacht geplant. Ist nur offenbar bereit, jetzt hier sich dem letzten Feind zu stellen. Und ich denke, das sind wir auch. Also, los. Nee, das ist die finale Schlacht, da müssen wir was besonders machen. Los! Ab geht's! Bumsi! Ja. Wir sind abgehoben. Oder fliege ich schon die ganze Nacht? Okay, ich denke, die werden nichts tun. Werden uns wohl langsam davor schleichen müssen. So. Und den Kollegen am Messer an! Nimm das! Scheiße! Oh! Mensch! Ah, oh, das war aber sehr schlau, Jonas! Dito, verdammt! Ich wollte dir mit der linken Maustaste messern, weil wir das Messer hier in der Hand hatten. Ach Mensch, da stand sogar noch mittlere Maustaste, du bist doch manchmal so ein Vollidiot. Okay, dann mal weiter voran durch das Flugzeug. Ah, und hier gibt's schön für Munition. Wunderbar. So. Scheiße, unten bleiben, da sind noch mehr. Okay. Dann wollen wir es mal leise ausschalten. Leise im Sinne der Bad Company Taktik. Oder vielleicht ist es mal wirklich leise? Nein! Wir nehmen doch die normale Bad Company Taktik. Das dachte ich mir schon fast. Was bei den Jungs leise bedeutet, ist normalerweise... Auch eigentlich können wir auch mit Gebrüll hier durch das Flugzeug rennen, das wird auch keinen Unterschied machen. So, jetzt haben wir hier, oh, den russischen Preisboxer. Aber der Fresse auf jeden Fall, was ist das hier? Just eat it. Okay, da sagen wir mal gar nichts zu. Wo zeigt ihr überhaupt drauf da? Ach so, der... Ah. Alles klar, gut. Nee, also so einem Typen würde ich nicht vertrauen. Von dem würde ich ganz sicher keine Kiwis nehmen. Na, komm schon. Oh, hi! Ach, jetzt hätte ich fast den Sarge hier umgenietet. So, wo sind die anderen? Ups, da ist noch einer. Und da. Ui. Na, komm jetzt hier ran. Jo, wunderbar. So, auch übrigens eine Waffe, die mir gerade sehr gut gefällt. Mit Schalldämpfer hier. Vollautomatik. Und schön präzise. Also warum haben wir den nicht schon vorher gehabt? Ja, schön präzise. Oh, was war das denn gerade? Ja. Mensch, der hat aber auch ein Salto gemacht. Und wie liegt der Kollege hier? Naja. Da geben wir mal keinen Kommentar zu ab. Und was ist das da? Die Bombe? Das ist Glas. Das ist eine Tür.
später nach. Auf geht's. Okay, dann wollen wir mal. Okay. Schluss mit dem Rumschleichen. Das war's. Weiter. Jetzt die Schrot offenbar. Oh, mir soll's recht sein. Wollte ich eigentlich lieber... Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Ah, okay. Jo, bam, 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 bam. Ach, ich weiß ja gar nicht mehr. So, wo seid ihr? Da lebt noch einer. Oder auch nicht. So, einfach nochmal blind draufgerotzt hier. Boah, einmal rein jetzt. So. Jo, das MG, ich glaube, leise muss es hier jetzt nicht mehr zugehen. Oh, jetzt finde ich das hier nicht mehr wieder. So, jetzt aber. Das überlebt keiner! Nehmt das! Nehmt das, ja. Guter Deutsch, Jonas. Boah, da haben wir auch richtig zersäbelt hier die Stühle. Ach, da ist er. Boah, komm, stirb endlich! Was war das denn zur Hölle? Ja, übel verletzt. Tot ist er, der gute Preston. So. Ich dachte, wir können durch die Stühle durchrotzen, aber das ging jetzt irgendwie offenbar nicht. Wir hatten zwar ein MG in der Hand, aber das ist offenbar doch nicht so stark, wie ich dachte. Ja, russische Stuhlqualität eben, ne? Da kommt gar nichts durch. So, dann nochmal dasselbe. Jo. Boah, nee. Wollen wir jetzt einmal das MG wieder nehmen oder die Schrot? Ach, ich weiß nicht. Ja, das ist ja jetzt blöd, dass ich wieder hier drauf gegangen bin. So, gerade an so epischen Stellen immer. Wenn es gerade zum Ende hingeht, dann gehen wir drauf. Ist ja logisch. So, einmal wieder rein. Granate haben wir nicht. Boah, nee, hier hast du keine Deckung. So, warum hoch ich das? Haben wir jetzt hier ein Loch in die Wand geschossen oder was? Boah, fuck, 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 fuck. Alter, ja, was weiter? Das bringt nichts. Das ist mir sofort tot. So, mal wieder rein. Okay. Alles klar. Boah, hier siehst du nix. So, einmal nachladen. Und dann mal wieder raufgerotzt. So. Komm nur! Der ist erledigt. Na, wer will nochmal? Er da offenbar. Oh, gute Deckung. Richtig gute Deckung hat er da, der Junge. Ohoho. Ach, das ist der Sarge, okay. Nee, doch nicht. Ja. So, richtig gut aufgepasst, Jonas. Oh, jetzt nehmen wir die Schrot wieder. Oh, hier verabschiedet sich die Deckung langsam. Ich dachte gerade, hä? Was war das denn? Aber der hat irgendwie zu uns gezeigt, so als würde er sagen, hier, kommt zu mir hin. Und die haben sich ja schon ein paar Mal geportet, die Jungs. Da dachte ich, ja, am besten gleich decken. So, kommt mal ran. Oh, wie das hier verzieht, ey, das ist ja unglaublich. So, aber den haben wir erledigt. Gut, dann laden wir wieder nach. Ja, ja, so. Da ist offenbar das Cockpit. Warum sind die überhaupt in so einem Transportflugzeug hier solche Sitze? Hm, na egal. Was haben wir hier? Hä? Wer fliegt das Ding? Wir sind etwa 130 Kilometer von Texas weg. Nähern uns schnell. Sarge, uns läuft die Zeit davon. Gentlemen. Das Gemisch, das Sie mir gegeben haben, wird uns vor der Explosion schützen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Viel Spaß. Du Schwein! Dass wir nicht in den Waffenraum konnten, stimmte nicht ganz, oder? Nein, aber... Ach, scheiß drauf. Der Ruhestand wäre eh schnell langweilig geworden. Sie sind zu spät. Wir sind fast am Ziel angekommen. Das bezweifle ich. Mach mal. Was? Was tut sie da? Zurück, Jungs! Na, jetzt bekommt aber jemand Angst. Hey, Showtime. Oh yeah. Zerstöre das Waffenlager! So, und wollen wir auch mal! Können wir ihn da schießen? Was? Ach so! Ja, gut, einfach mal hier. So, ja, komm, auf da, auf da, auf da, auf da, auf da, auf da, auf da!
Haben wir es geschafft? Okay. Und jetzt nichts wie raus hier. Boah. Dieses Scheißding stürzt ab. Mach schon. Dann wollen wir mal. Wo ist Kirilenko? Egal. Los. Der wird die Elend nicht verrecken. Ach. Sweetwater. Nein. Och, du Scheiße! Da sind sie! Oh, nein! Nimm das, Kirilenko! Ah, nimm das! Jawohl! Das war's dann wohl, Sweets! Wir haben's geschafft! Die schwarze Waffe ist zerstört. When the moon goes down in the valley of time, talking about time, when the sun, yes, the sun. Sind in Texas, geliebte Heimat! Okay, okay, ich schätze, ich hätte früher oder später mal vorbeikommen müssen. Was machen wir jetzt? Sarge? Du bist so still. Ha, da musst du wohl Marlow fragen. Dank ihm bin ich jetzt offiziell im Ruhestand. Ja, verdammt gut gemacht, Marlow. Ich? Ach Quatsch, Sweets. Was ist mit dir? Weiß nicht. Es war cool, aber dieser Spec Ops Mist ist nicht so mein Ding. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich feiern. Und ich weiß auch schon wo. Da gibt's ein Mädel, die heißt Chantal. Die kann Squad. Dir... Still! Geh statt! Gentlemen! Sir! Rühren! Die amerikanische Regierung dankt Ihnen von ganzem Herzen. Es tut mir zwar leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen alle mitkommen. Warum denn, Sir? Die Russen. Sie marschieren ein. Sir! Nein, tun Sie nicht. Wir haben gerade Ihre Superwaffe zum Teufel gejagt. P.S. Invasion fällt aus, Sir. Nicht hier. Sie kommen über Alaska. Alaska? Manchmal hasse ich es, recht zu behalten. Die Russen marschieren ein. Ja, was soll das denn heißen? Noch ein dritter Teil Bad Company? So, und da haben wir Bad Company 2 doch auch tatsächlich schon durchgespielt. Na, das ist ja unglaublich. Also, ja, was gibt's dazu zu sagen? Bad Company 2, sehr schönes Spiel. Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Auch so die Spielweise, das hier alles schön locker von der Hand. Um einige schwerer, ich vergleiche das jetzt mal mit Call of Duty, um einige schwerer als Call of Duty, auch besonders, weil man hier nicht einfach so durchrushen kann teilweise, sondern auch wirklich darauf bedacht sein muss, jetzt in Deckung zu bleiben. Die Häuser lassen sich zerstören, die gesamte Deckung fetzt hier irgendwann weg. Das macht zwar um einige schwerer, aber es macht doch umso mehr Spaß, finde ich. Ja, genau, was gibt's da noch zu sagen? Die Geschichte, sehr schöne Geschichte. Ja. Und dann noch, ja, was ist da noch? Hier, ja, die Animation, der Christian Martinsson war dabei. Und der Olof Strömquist. Und der Tobias, ja, wunderbar. Also auf jeden Fall, was gibt's noch zu erzählen? Ja, ganz wichtig finde ich in diesem Spiel sind noch die Personen, die Squad-Mitglieder. Die wurden meiner Meinung nach sehr schön ausgearbeitet. So jeder hat so seine eigenen Verhaltensweisen. Das fand ich irgendwie... richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Oh, boah, gibt's auch irgendwas, was uns nicht so gut gefallen hat? Ja, pff, ach komm, jetzt hier. Den kleinen Ausraster in Folge 13. Ja, den sehen wir mal ganz gekonnt hinweg. Das soll auf jeden Fall nicht nochmal vorkommen, dass ich hier irgendwie anfange auszurasten und das Spiel herunterzumachen. Also, das war nur so ein kleiner Ausrutscher. Passiert auf jeden Fall nicht wieder. So, ja, was gibt's noch? Ja, US-Soldiers. Oh, das ist ja cool hier. Und
Mr. Rick, alles klar, jo. Nö, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, was mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen hat, war die KI teilweise, die wirklich extrem idiotisch, das war in der letzten Folge, nee, vorletzten Folge war das, glaube ich. Hat man das auch nochmal gesehen? Ja, die waren teilweise wirklich ein bisschen dumm. Wenn die zum Beispiel jetzt vor deinen Granatenwerfer laufen und so weiter und so fort, wenn du mal wieder schießen willst und die läuft da einer direkt vor die Flinte, das ist nicht so geil, muss auch eigentlich nicht sein. So, auf jeden Fall, das war's, denke ich, jetzt mal von mir. Ich halte jetzt mal den Mund, bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hoffe natürlich auch, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ja, tschüss Leute und bis zum nächsten Mal.